Der Jaguar ist ein Spitzenraubtier. Abgesehen von Menschen, die ihn wegen seines Fells oder als Sporttier jagen, hat er keine natürlichen Feinde. Seinen Namen hat er von dem indianischen Wort Yayua. Yayua bedeutet so viel wie derjenige, der mit einem einzigen Sprung tötet. Jaguare benutzen ihren starken Kiefer und scharfen Zähne, wenn sie auf der Jagd sind. Wenn du eine der aufregendsten Raubkatzen in Aktion sehen willst, dann schau dir die 43 schrecklichsten Momente an, in denen Jaguare bei der Jagd extrem wütend werden. Jaguar fängt Anaconda. Ich habe schon so viele Jaguare gesehen, die Kaimane aus dem Wasser gezogen und am Flussufer hochgeschleppt haben. Deshalb ist es keine Überraschung, dass der Jaguar in diesem Video mit einer riesigen Anaconda aus dem Wasser kommt und mit Leichtigkeit das Flussufer hochklettert, so wie er es tut. Diese Großkatzen beherrschen die Dschungel des Amazonas. Ich bin beeindruckt, denn der Jaguar hat die Schlange in ihrem Lebensraum gejagt, wo die Schlange normalerweise das Raubtier ist und auf Beute wartet, um ihr aufzulauern. Was für eine starke und mutige Katze der Jaguar doch ist. Diese Mutter und ihr Junges ziehen eine kleine Anaconda aus dem Wasser und bringen sie an Land. Das Jungtier versucht, die Anaconda von seiner Mutter wegzuziehen. Diese kleine Eskapade verwandelt sich in ein Picknick am Strand. Es ist an der Zeit, den Grill zu holen und mit dem Kochen zu beginnen. Bei einer nächtlichen Jagd zieht ein Jaguar eine Anaconda aus seinem Hut und schleppt sie in den Wald. Der Tisch ist gedeckt und die Utensilien liegen bereit. Aber nicht lange, denn die Raubkatze macht sich ans Essen. Was für ein unglaublicher Anblick. An den Ufern des Pantanals treffen zwei der größten Raubtiere Brasiliens aufeinander. Und trotz des tapferen Einsatzes der Anaconda geht der Jaguar als Sieger hervor. Solche Begegnungen kommen nicht oft vor. Daher war es für denjenigen, der das gefilmt hat, eine einmalige Gelegenheit. Beobachte, wie dieser Jaguar eine riesige Anaconda auf dem Boden schleift. Die Anaconda scheint sich um den Kopf des Jaguars zu winden. Aber das ist nicht der Fall. Der Jaguar beißt in die Anaconda, damit er sie irgendwo hinbringen kann, um sie zu erledigen. Was für eine starke Katze der Jaguar ist. Ein schwarzer Jaguar kämpft mit einer Anaconda im Wasser. Und während sich die Anaconda um den Kopf des Jaguars windet, taucht ein anderer Jaguar auf und schaut zu. Der schwarze Jaguar schafft es, sich zu befreien und die Schlange mit all seiner Kraft an Land zu ziehen, bevor er sie wiederholt beißt. Als sich der zweite Jaguar dem Kampf anschließt, hilft er seinem Freund und beide genießen die Schlange gemeinsam. Jaguar frisst Tapirkadaver. In diesem Video ist ein Jaguar am Flussufer zu sehen, der einen toten Tapir entdeckt. Es ist möglich, dass er den Tapir nicht getötet hat. Es kann aber auch sein, dass er ihn getötet hat und nur zurückkommt, um ihn zu holen, während er versucht herauszufinden, wie er ihn das Flussufer hochziehen kann. Vom Körper des Tapirs ist nur noch die Hälfte übrig. Also wurde er wahrscheinlich von einem anderen Tier getötet oder starb eines natürlichen Todes und wurde von Aasfressern gefressen. Ein anderer Ameisenbär wurde Opfer eines bösartigen Jaguarangriffs, aber der größte Teil des Kadavers blieb unversehrt. Was könnte also passiert sein? Tapire sind nicht leicht zu töten, aber es sieht so aus, als ob dieser Jaguar das Spielbuch für Tapire kannte und diesen getötet hat. Das ist das, was von dem Tapir übrig geblieben ist, nachdem der Jaguar sich durch ihn hindurchgefressen hat. Jaguar gegen Otter. Da sie nebeneinander leben, werden sie sich zwangsläufig ab und zu über den Weg laufen. Und wenn sie das tun, ist es bestenfalls unangenehm. Natürlich sind Jaguare die größten Raubtiere in der Region, aber auch die riesigen Flussotter sind nicht zimperlich. Dieses Weibchen nutzte die Gelegenheit, sich auf einen einzelnen Riesenflussotter zu stürzen und schoss dabei daneben. Der Riesenflussotter sendete daraufhin ein Notsignal aus, das die ganze Familie alarmierte, die sich daraufhin zusammenschloss und dem Jaguar die Chance auf eine Mahlzeit nahm. Die Lautäußerungen sind erstaunlich und die Stärke der Menge ist sehr offensichtlich. Jaguarkampf. Zwei große Jungs geraten in ein wildes Gerangel um ihr Territorium. Eine der Großkatzen überwältigt den anderen mit Leichtigkeit und er bleibt nicht lange und rennt ins Wasser, um zu entkommen. Dies ist ein seltenes Video, das zwei wilde, männliche Jaguare zeigt, die um ihr Revier kämpfen. Das ist ein sehr seltenes Video, denn es gibt nur wenige Momente, in denen zwei männliche, wilde Jaguare dabei gefilmt werden, wie sie gegeneinander kämpfen. Im Gegensatz zu anderen Großkatzen, wo das häufiger vorkommt. Das größere Männchen auf der rechten Seite heißt Colombiano und wurde 2014 gefilmt. Wenn die großen Jungs aufeinander stoßen, ob absichtlich oder nicht, gibt es immer Funken. Diese zwei großen männlichen Jaguare trafen sich an einem kleinen Strand und beschlossen, ihre Differenzen zu diskutieren. Explosiv ist wahrscheinlich das beste Wort, das sie benutzt haben. Diese Kerle sind wirklich stark und für die Jagd gebaut, sodass sie sich gegenseitig großen Schaden zufügen können. Eines der Männchen sieht eher unterwürfig aus und wahrscheinlich sehr dankbar, dass es ohne allzu viele Verletzungen davongekommen ist. Ein Jaguar und ein schwarzer Panther liefern sich in einem Zoo einen Spielkampf. Bei dieser Auseinandersetzung geht es immer noch um Dominanz, aber die Katzen scheinen jung zu sein und die Rauferei macht allen Spaß.
Wie cool ist das denn? Zwei schwarze Panther kämpfen gegen zwei Jaguare. Oder kämpfen sie wirklich? Diese vier Großkatzen scheinen Freude zu haben und wahrscheinlich spielen sie. Ein bisschen grob, aber trotzdem. Das muss in einem Tierschutzgebiet stattfinden, aber ich kann es nicht bestätigen. Jaguar gegen Kaiman. Es ist nicht leicht, einen Jaguar bei der Fütterung zu sehen. Normalerweise bringen sie ihre Beute in den dichten Busch und fressen dort in aller Ruhe. Ein Jaguar zu sehen, der einen Kaiman in freier Wildbahn frisst, ist also schon etwas Besonderes. Dieser weibliche Jaguar hatte gut daran zu tun, einen so großen Kaiman zu fangen und zeigte ihre Ruhekraft, indem sie ihn durch den Dschungel schleppte, um ihn an einen bequemen und sicheren Ort zum Fressen zu bringen. Dieser Jaguar hat einen Kaiman getötet und aus dem Wasser gezogen. Aber jetzt kommt der schwierige Teil, den Kaiman über das Flussufer zu schleifen. Jaguare sind extrem stark, aber es scheint, als ob dieser Großkatze das Training oder die Kraft fehlt, um den Kaiman über den Buckel zu ziehen. Er beschließt, nach Hause zu fahren, um Werkzeug und einen Gurt zu besorgen, damit er den Kaiman richtig anheben kann. Sieh dir diesen Jaguar an, der im brasilianischen Pantanal einen Kaiman erschlägt. Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Großkatze ihre Tarnung nutzt, um zu jagen, und wie explosiv sie im Moment des Raubes ist. Ein Kaiman entspannt sich an einem Strand und denkt über die Zukunft nach, als ein Jaguar herüberschwimmt und ihn anspringt. Der Jaguar versenkt seine Zähne in der Gehirnhöhle des Kaimans, sodass dieser sich nicht mehr bewegen kann. Der Kaiman ist erledigt und der Jaguar hat die Kraft, mit seiner Beute zurück zum Festland zu schwimmen. Das ist wahrscheinlich noch beeindruckender als die Beute selbst. Der Jaguar in diesem Video nähert sich vorsichtig einem toten Kaiman im Wasser, aber er ist sich nicht sicher, ob das Krokodil wirklich tot ist. Als er nah genug herankommt und feststellt, dass das Tier tot ist, packt er es und zieht es das Flussufer hinauf, was keine leichte Aufgabe ist, denn der Kaiman ist ziemlich groß. Dieser Jaguar hat einen Kaiman am Hals und du kannst die Bisswunden am Kopf des Kaimans sehen. Der Kaiman ist zwar noch am Leben, aber er sieht betäubt aus und tut absolut nichts, um sich zu verteidigen. Es sei denn, er ist schon tot. Nachdem er sich ausgeruht hat, packt der Jaguar den Kaiman und zieht in den Hügel hinauf an einen sichereren Ort. Ein ausgewachsener Jaguar kann jedes Krokodil fangen, unabhängig von seiner Art. Zum Beispiel ein Nil- oder Orinoco-Krokodil oder einen anderen Kaiman, einschließlich der schwarzen Kaimans, wenn sein Kopf in sein Maul passt und er den Schädel mit einem einzigen tödlichen Biss zertrümmern kann. Ein Biss eines Jaguars kann ausreichen, um eine Mahlzeit zu verschlingen. Dieser Ringkampf zwischen einem weiblichen Jaguar und einem Kaiman gehört zu den besten, die wir je gesehen haben. Der Jaguar wirft den Kaiman um und geht ihm an die Gurgel, sodass das Krokodil keine Chance hat. Der tote Kaiman wird vom Sieger aus dem Ring geschleppt. Sobald er einen Kaiman entdeckt, taucht der Taucher wie ein besessener Dämon ins Wasser und tötet ihn. Obwohl der Kaiman im Wasser ist, wo er sich besser verteidigen kann, macht es für den Jaguar keinen Unterschied. Die Riesenkatze ist unbeweglich und der Kaiman, der im Maul der Katze aus dem Wasser gezogen wird, wirkt schwach und hilflos. Ein großes Männchen taucht aus dem Dschungel auf und mit seinen 150 Kilogramm macht es sich nicht einmal die Mühe, sich zu verstecken. Er sieht das Wasserschwein am Strand, aber er ist nicht an großen Nagetieren als Mittagessen interessiert. Er hat etwas anderes im Sinn. Mit seiner Nase hat er eine Kreatur aufgespürt, die viel größer als ein Nagetier und wilder ist. Aber am Ende wiegt die Beute das Risiko bei weitem auf, denn das Wasserschwein schaut zu und ist froh, dass er es nicht war. Normalerweise jagen Jaguare alleine, aber diese beiden könnten ein Paar sein, das zusammenjagt. Ein so großes Tier muss viel Fleisch fressen und in einem Ökosystem leben, in dem es genügend große Beutetiere wie Hirsche, Kaimane, Parka, Wasserschweine, Tapire und große Fische gibt, die leicht zu fangen sind. Jaguare in Costa Rica sind sehr selten und ihre Zukunft ist ungewiss. Obwohl sie gesetzlich geschützt sind, töten Viehzüchter manchmal die Tiere, die auf den Geschmack von Pferden und Rindern gekommen sind. Jeder, der sich auf eine Jaguar-Safari begibt, hofft darauf, Jaguare in Aktion zu sehen. Aber diese Sichtung muss mit den Besten mithalten können. Der Jaguar erspäht einen Kaiman, taucht direkt ins Wasser und tötet ihn fast augenblicklich. Jaguar gegen Wasserschwein. Ein Jaguar rennt geradewegs auf ein Wasserschwein am Strand zu. Als das große Nagetier versucht zu entkommen, indem es ins Wasser läuft, gelingt es der Raubkatze, es zu schnappen, bevor es das tun kann. Ich weiß nicht, warum das Wasserschwein ins Wasser rennt, um einem Jaguar zu entkommen. Aber hey, wenn dein Leben auf dem Spiel steht, rennst du, wohin du kannst. Ein Jaguar pirscht sich an ein schwimmendes Wasserschwein heran und wenn er merkt, dass die Zeit reif ist, stürzt er sich auf den riesigen Nager und tötet ihn. Zwei Jaguarweisen tun sich zusammen, um ein Wasserschwein zu erlegen. Die beiden Katzen springen ins Wasser und jagen das große Nagetier. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd schnappen sich die Katzen das Nagetier, ziehen es aus dem Wasser und bereiten es als Mittagessen vor. Dieser Jaguar pirscht sich an ein paar Wasserschweine am Strand heran, als er beschließt, sich auf die Beute zu stürzen und eines der großen Nagetiere zu überfallen. Die Wasserschweine sprinten ins Wasser, aber das hält die Raubkatze nicht davon ab, mit ihnen zu schwimmen und sich gleichzeitig eines zu schnappen. Das nächste Mal sollten sie nicht an einem Strand schwimmen gehen, an dem der Rettungsschwimmer ein Jaguar ist. Jaguar tötet Pecari.
Ein Schaulustiger sah, wie dieser Jaguar ein Weißlippen-Pekari jagte. Normalerweise sind Pekaris in großen Gruppen von mindestens 50 Tieren unterwegs, aber dieses Tier war allein und das nutzte der weibliche Jaguar aus. Nach einem langen und anstrengenden Kampf gelang es dem Leoparden schließlich, ihn zu erlegen. Die Leute, die gefilmt haben, haben den toten Kadaver später gesehen. Dieser Jaguar schleicht sich an ein paar Pekaris ran und schafft es, eines von ihnen zu erbeuten. Es ist eine leichte Beute für die Raubkatze, die sich ihre Mahlzeit schmecken lässt. Beobachte, wie dieses Wildschwein gegen einen kleinen Leoparden antritt. Der Pekari rammt die Raubkatze und zeigt ihr, dass er keine Angst vor dem Kampf hat. Die Katze überlegt es sich zweimal, bevor sie weiter angreift und beschließt, dass sich das Risiko nicht lohnt, also geht sie weg. Ein riesiger Pekari kämpft im Wald gegen einen Jaguar. Pekaris sind nicht zimperlich und kämpfen um ihr Leben, anstatt sich einfach geschlagen zu geben und getötet zu werden. Jaguar jagt Schildkröte. Willkommen an einem besonderen Strand in Costa Rica, an dem zwei Welten aufeinandertreffen. Olive-Whitley-Meeresschildkröten, die an Land kommen, um ihre Eier zu legen, und geheimnisvolle Jaguare, die auf der Suche nach einer Mahlzeit sind. Dies ist eine einzigartige Raubtierbeutebeziehung, die sich an einem etwa 3,2 Kilometer langen Strand abspielt. Diese große Schildkröte füttert eine Menge Mäuler, wie du im Video sehen kannst. In diesem Video sieht man einen Jaguar, der eine Schildkröte zieht. Als die Schildkröte zu schwer wird, um sie zu ziehen, beschließt er, der Schildkröte den Kopf abzubeißen. Das gefällt der Schildkröte überhaupt nicht. Dieses Video zeigt, dass Jaguare gelegentlich Schildkröten angreifen, töten und fressen. Dieser Jaguar gräbt sich ohne Gewissensbiss in die Schildkröte und es sieht so aus, als würde er nichts anderes wollen. In diesem Video sind Jaguar und Pumas dabei zu sehen, wie sie eine olivgrüne Meeresschildkröte auffressen. Die Schildkröte ist riesig und der Jaguar hat eine Handvoll davon. Der Puma kommt an und tut genau das, was der Jaguar getan hat, was nicht viel ist. Beide Katzen scheinen mit dem Kadaver nicht viel anfangen zu können. Diese tote Schildkröte ist steinhart. Fischerjaguar. Dieses Video zeigt das Leben dieses prächtigen Tieres, dessen Überleben von den Bauern in der Gegend bedroht wird. Es ist schmerzhaft zu sehen, wie sie gnadenlos angegriffen würden, wenn es ums Überleben geht, weil der Mensch ihren Lebensraum verkleinert und die meisten natürlichen Nahrungsquellen beseitigt hat. Zum Glück hat die brasilianische Regierung sowie Privatorganisationen und Freiwillige diese Katzen, ihre Gewohnheiten und ihre Gesundheitsvorsorge untersucht, um die Art zu retten, denn die meisten dieser Tiere sind bereits gefährdet. Dieser Jaguar macht einen schönen großen Fang, während er draußen im Fluss nach Fischen sucht. Das sollte ihn für eine Weile satt machen. Diese erstaunlichen Aufnahmen zeigen einen Jaguar unter Wasser beim Fischen. Das Video ist kurz, aber es ist erstaunlich, die große Katze auf diese Weise nach Fischen suchen zu sehen. Der Jaguar ist einer meiner Lieblingsgroßkatzen, auch wenn ich sie alle mag. Ich liebe einfach die Kraft, die diese Katze ausstrahlt. Welcher war dein Favorit? Verrat es uns doch in den Kommentaren unten. Das war unser Blick auf die 43 schrecklichsten Momente, in denen Jaguare bei der Jagd extrem wütend werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.